Ausgezeichnet. Dann gehen wir von oben nach unten und wir fangen an mit Bruder Cry. Cry, was möchtest du tun? Boah, das ist eine gute Frage. Wir haben ja auch noch Menschen an Bord, viele, die für uns wichtig sind, ne? Ja, also, du kannst es dir angucken. Alkedre, Feuerpirscherin, hier oben. Das ist die Sensar, die Stellvertreterin von dem Kahele. Einer von beiden muss überleben. Wer ist egal? Archibald Hess ist der Brigadegeneral. Der ist ja für Verhandlungen da. Der sollte auch irgendwann mal das Ganze leiten, wenn es militärisch wird. Im Prinzip nicht weiter wichtig. Aber entweder die Sensar oder der Kahele muss überleben. Wer ist egal? Cole Bennex könnte für Wilhelm wichtig werden. Dir könnte er egal sein. Der Vater Marius, ja, es ist ein Ekklesiarch. Der soll das hier alles irgendwie auch mal leiten, wenn das soweit ist. Vielleicht egal. Und Diaslan ist der Freihändler, auch der ist wichtig, weil der auch im Kontakt mit der Inquisition steht. Also Primärziel wären eine von den beiden Anführern und Diaslan. Das ist so deine Einschätzung. Und ja, mit diesem taktischen Überblick überspringe ich dich und gehe auf den Symbiarchen. Der Symbiarch... Ganz kurz, darf ich den taktischen Überblick noch den anderen mitteilen? Hast du, ja, das haben die gehört. Ich nehme da gerade meinen kompletten Zug. Genau, ja, ich weiß, dass ich dir einen Zug nehme, aber du hast nachgefragt und du kannst das auch mitteilen. Also du kannst gerne auch kommunizieren über Vox. Sag das gerne. Genau, das. Meine Brüder, Diaslan ist anwesend, seine Sicherheit gehört zu unseren höheren Prioritäten. Außerdem sollte einer der Anführer der Auraner überleben. Archibald Hess ist ebenfalls auf dem Planeten und in diesem Raum. Und die Dunkelgeißel. Ich werde mich um den Symbiarchen kümmern. Ja, während du das sagst, lässt er sich gerade fallen und kommt zumindest an den Tisch von den Auranern und Diaslan zum Stehen und zerhackt sich jetzt mit seinen sichelscharfen Krallen relativ einfach, ohne wirklich Widerstand. Die versuchen es zwar, aber Gürkling, Knochenschwerter, Pfeil und Bogen, das hilft nicht gegen ein Symbiarchen. Er fängt also an zu schnitzeln. Die Symbionten sind dran und die agieren in einer großen Horde von allen Seiten. Ja, sie greifen im Prinzip alle Auraner an. Und ihr habt hier die ersten 1, 2, 3. Drei Stück, die auf Bruder Cry gerade angreifen und 1, 2, die auf Karlai angreifen. Wie gesagt, ich behandle sie als Horde, nicht alle auf euch, aber ich würfel trotzdem einfach mal meinen W100. Die Horde ist relativ groß. Und da treffen drei Stück. Wen? 11 und 32 bist du und 21 ist Karlai. Also zwei für dich, ein für Karlai. Ich habe zwei Paraden, die benutze ich auch. Gilt hier das Talent Hunter of the Alien? Xenos-Jäger, ja. Genau, super. Dann bekomme ich nochmal 10 Weapon-Skill. Also gegen eine Horde kannst du dich eigentlich nicht parieren. Stimmt, ne? Da kannst du... Betrüblich. Hordenregeln, da sind sie. Nahkampf. Du kannst einer Horde Schaden zufügen, klar. Parieren wird, glaube ich, nicht möglich sein. Und auch ausweichen. Ist ausweichen möglich? Nee. Auch nicht. Ja, dann musst du den Schaden nehmen. Face-tanken. Du hast ja deine Rüstung an, zum Glück, im Gegensatz zu Gabriel. Die Symbionten. Lass sie nicht an mich rankommen, will ich nochmal hier betonen. Die Symbionten haben. Ich muss gerade mal schauen, natürliche Waffen. Und neben übernatürlicher Geschwindigkeit, übernatürlicher Gewandtheit, übernatürlicher Stärke und verbesserten natürlichen Waffen ist ihre Waffen, sind die auch Rasiermesser scharf. Was dazu führt, dass der Durchschlag verdoppelt wird, sollten sie kritisch treffen. Und das ist mit der 11 und mit der 21 auch geschafft. Nee, entweder mit der 11 oder mit der 21, aber doch nicht mit beiden, oder? Also du kriegst die 11 und Karlai bekommt die 21, also jeder bekommt einen kritischen Treffer. Was heißt kritischer Treffer? Wenn sie zwei Erfolgsgrade, also ihr Kampfgeschick ist 65, damit hat die 61 sogar auch getroffen, sehe ich gerade. Dann treffen alle. Also Kampfgeschick ist 65, wenn sie eine 45 würfeln, dann ist es kritisch. Okay. So, sie machen. Haben die Sonderkrit-Regeln oder gelten? Sind das? Das ist die Regel für Rasiermesser scharf. Ah, alles klar, gut, dann frage ich. Zweimal ein W10 plus 14. Au. Ja.
sind 21 Durchschlag. Ja, jeweils einmal 7 und einmal 14. Also einmal kommen sie voll, nur noch gegen Widerstand. Genau, Widerstand ist irgendwo 8 oder 10. Also das ist jetzt für mich die 21. Die ist für euch alle, ja. Sorry, aber ich kann mit der Ansage nichts anfangen. Also ich werde zweimal getroffen. Genau, du wirst zweimal getroffen. Jeweils zweimal mit 21 und einmal ist der Durchschlag 7, einmal ist der Durchschlag 14. Oh. Das heißt, einmal zählt deine Rüstung als Nuller-Rüstung und einmal zählt deine Rüstung als 1 oder 3. Genau. Was hast du für einen Widerstandsbonus? Naja, 8. Ne? Also dann kriegst du einmal 13 Schaden und einmal 10. Gut, dann bin ich bei 0. Ja. Ja, ist noch kein Problem. Und das gleiche für Karlai. Genau das gleiche? Ja, du kriegst wenn auch du genau denselben Widerstandsbonus. Du kriegst auch die 7, ja. Na, wo treffen die denn hin? Karlai, wie viel WIB hast du denn? 8. Ja, dann genau dasselbe. Auf die 12 und auf die 16 würden sie treffen. Muss ich gerade schauen. Ja. Das ist der rechte Arm. Gut, das waren meine Symbionten auf der 17. Dann ist Tora dran. Was passiert, wenn man auf 0 Lebenspunkte ist? Noch nichts. Gar nichts. Noch nichts. Also du darfst Schicksalspunkte ausgeben. Das kannst du auch jetzt machen. Dann bekommst du 1W10 zurück. Genau, 1W10 bekommst du. Du kannst so viele Schicksalspunkte ausgeben, wie du willst. Du kannst sie auch verbrennen, dann bekommst du, glaube ich, noch mehr. Oder du verbrennst sie halt kurz vorm Sterben. Aber auf 0 ist noch nichts. So, okay. Ich mache erstmal weiter mit Tordal. Okay, ich bin anscheinend ja draußen und irgendwie sind die an mir vorbeigekommen. Und muss dann logischerweise wieder rein. Du kannst wieder da drin stehen. Genau, du stehst drin neben Brand. Und sehe jetzt, dass gerade das absolute Cry. Wimmeln, ja. Du hast auch den Funkspruch von Cry hast du auch gehört. Der war ja im internen Vox zu hören und alles ist voller Symbionten. Alle sind Promethium getränkt. Das heißt keine Flammenwerfer, Männer. Hä? Das heißt Flammenwerfer? Nein, sonst brennen wir alle. Wir sind in einer Holzhütte. Wir holen also, unsere Leute raus Feuer und dann Flammenwerfer. Freund. Hauptsächlich ist das das Problem vom Bruder Gabriel. Der hat nämlich keine Rüstung. Der Rest von uns kann das wunderbar unterbrechen. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass jetzt die Sturmmarines eure Primärziele rausholen, die Aslan und den Kaele, und dann könnt ihr mit Feuer legen. Das wäre eine Möglichkeit. So, Tora. Ich bin gerade noch am Einschätzen. Sekunde. 3, 2, 1. Ja, die Aslan steht da vorne. Also, ich mache einen Storm Attack. Jetpack stürzt mich in die Nähe von Diaslan, weil der soll definitiv gesichert werden und ich bin der Erste, der rankommt. Also, du hast das mit Promethium, ich glaube, kann das Jetpack das nicht entfachen? Also, das sind warme Abflussdüsen und dein Promethium, also dein Sprungmodul funktioniert nicht mit Promethium, sondern das ist eben durch den Kernreaktor wird das betrieben, da wird dann heiße Luft ausgeblasen. Da ist also kein Promethium drin in dem Sprungmodul. Aber heiße Luft oder Abblasdämpfe sind natürlich schlecht. Gut, wenn du jetzt in der Mitte fliegst, ist es noch kein Problem. Du darfst jetzt halt hier nicht am Rand lang fliegen. Wenn du am Rand lang fliegst, dann hast du, ja genau, so das würde ich dir geben. Aber gib mir trotzdem Sprungmodulflug. Also Pilot, damit du hier innerhalb einer, also es ist eine geschlossene Holzhütte, dass du hier an den Steinsäulen vorbei, damit du auch Lehman Russ nicht umreißt, der hier steht. Ja, um Gottes Willen. Ich wollte gerade sagen, dann gib mir mal einen Pilot. Aber 15. Sowas sehen. Gut, dann stehst du auf dem Tisch von Diaslan und siehst den gewaltigen Symbiarchen vor. Ja, ich hätte den sogar direkt angegriffen. Dann los. Also ich nehme diese Aurana schon mal weg. Zustand, Tod. Zustand. Ich schau ihm dann mit dem Energieschwert. Du bekommst nochmal Bonusschaden. Ja, ich kriege viel Schaden, wenn ich treffe. 55 reicht auf jeden Fall. Ja. Weil ich kriege Xenos Jäger plus Sturmangriff. Also es reicht auf jeden Fall, aber er da hat ja Möglichkeiten. Mhm.
dann mach mal deinen Schaden. Carlyle, du spürst, wie gesagt, der komplette Warp ist weg. Also er ist nicht gerissen oder dünn, er ist einfach weg. Der Warp wird unterdrückt. Das muss dieses merkwürdige, diese merkwürdige Stille sein, die auch von den Telepathen ergriffen wird, wenn sie von diesem Schatten im Warp berichten. Okay. Es ist auch fast wie so eine Art Welle, die über dich läuft. Also immer mal wieder wird der Warp noch schwächer und noch schwächer und noch schwächer. Also während du dich umsiehst und gleich kämpfen möchtest, merkst du, wie diese Wellen von dem Brotpsioniker auslaufen. 1W10 plus 19. Dann sind das 31 Schaden Durchschlag. 6 Energieschwert. Energieschwert, okay. Ich habe eine 8er Rüstung, das heißt 2 bleiben. Und mein Widerstand ist 14, sind 16, die rausgehen, bleiben 15 Schadenspunkte. Gut, dann habt ihr es einfach mal gehört. Der hat ein verbessertes Exoskelett. Du springst mit deinem Sprungmodul ihm entgegen, trittst ihm mit den Füßen ins Gesicht, landest auf dem Tisch, der unter dir nachgibt, zerbricht und dann ziehst du mit deinem Energieschwert direkt in sein Gesicht hinein, was ihm ein Kreischen entlockt. Nach Tordal ist Watch Captain Brand wird selber jetzt seine Kettenwaffe ziehen, säbelt und hackt sich durch die Symbionten und wird zumindest die von Bruder Cry abnehmen. Die 3 Stück, damit Cry nicht mehr am Nahkampf gebunden ist. Nach Octavius. Ja, ich würde die im Norden behaken und alle möglichen ausschalten halt, die ich da treffe. Sturmbolter, feuerfrei. Sturmbolter, genau. Du hast da 1, 2, 3, 4. Die ersten 4 sind kein Problem. Die nächsten 4 sind problematisch. Eventuell, es sei denn, du sagst, du willst auch auf die Aurana keine Rücksicht nehmen. Ist dir das egal? Oh, nee. Also doch, ich will auf die Rücksicht nehmen. Dann gebe ich dir eine minus 10. Ja, aber das ist ausgeglichen, weil das ist eine kurze Reichweite. Dann kriege ich plus 20 wegen vollautomatisch. Mhm. Treffen alle. Treffen 8 alle Schuss. Ich glaube, du machst genug Schaden. Dann kannst du zumindest die Symbionten wieder vernichten, so wie du es auch vor wenigen Stunden in dem Quarantänedorf gemacht hast. Explosivwaffen machen extra Schaden an Horden. Ja, das mag auf Granaten zutreffen. So, dann nach Tordal, nach Octavius ist Gabriel ohne Rüstung dran. Gabriel geht zu seiner Rüstung und möchte da eine Dosis der Steroide oder was auch immer Gabriel dafür eine Substanz seinen Mitkameraden und sich selbst zuführt, um sie wieder auf den Vordermann zu bringen, rausfummeln und sich dann zu Carlyle befüllen. Nicht Carlyle? Wer hat gerade richtig eingesteckt? Cry auch. Carlyle genauso. Die sind beide auf Null. Beide auf Null? Mhm. Ja, dann muss... Da überlegt der Apothekarius, wer kann gerade noch am sinnvollsten sein. Also Carlyle hat noch nicht gehandelt. Der handelt noch. Und Cry deswegen Carlyle. Dann kommt es zu Carlyle. Gut, dann greifst du... Der nur Flammenwaffen hat? Serious? Du springst einmal vorbei an der Statue von Neiman Rusk, greifst nur nach dem Injektor, springst dann zwischen Cry vorbei, drückst ihn so ein bisschen zur Seite, drückst auch Ifrit ein bisschen beiseite und jagst dann Carlyle die erste Ampulle in den Arm. Adrenalin durchspült dein System. Bruder Gabriel ist durch. Wie viel? Gib mir mal einen Medizinwurf. Jo. Sind das dann die 15 Lebenspunkte? 14. 14, wow. Also, das ist gut. Also du merkst, dein Körper funktioniert immer noch nicht. Ne? Das Blut fließt aus deinen Adern heraus, nachdem du zerfetzt worden bist. Du merkst dann aber auch, wie das Blut wird zähflüssiger und die Gerinnung beginnt. Das ist ja sowieso bei euch so. Aber du bist immer noch schwach. Trotzdem halten dich die Drogen einfach irgendwie am Leben. Das Adrenalin spült dein System. Ifrit ist da. Ich benutze mein neues Talent. Schießen aus der Hüfte. Mit dem Flammenwerfer? Ja. Oh Gott. Beweg mich hier runter. Ah, mhm.
und einmal schön die gesamte Linie lang let it burn. Ja, 30 Meter. Ich habe hier immer noch, Moment, ich muss das einmal in die Ebene da drüber ziehen. 30? Oh, ja. 30 Meter, ja. Ich habe die Schablone extra. Oh Gott. Tut mir leid. Ja, aber also er kann ja so ein bisschen, winkeln. Ne? Also ich würde es ein bisschen winkeln, dass ich jetzt nicht unbedingt den Tisch erwische. Gut, dann gib mir mal deinen Wurf. Den darfst du machen. Nee, du gibst mir jetzt einen Wurf, damit du den Winkel ordentlich setzt. Okay. BF, ballistische Fertigkeit für den Winkel. Und ich gebe dir den Ausweichenwurf. 73. Oh, das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksalspunkt, aber hallo. Ja. Sonst Dias Lan. Letzte. Sonst, also Torda steht da auch in der Prise. Ist so. Nur Prometium. Okay. 20. Okay. Gut. Dann gebe ich dir den Winkel ein bisschen anders. Das Prometium sprüht gegen die Wand, deckt es ein, die ganze Wand wird eingefärbt. Und eine halbe Sekunde später wird dann auch der Flammenstrahl danach lecken. Du siehst, wie die Symbioten einer nach dem anderen aufleuchtet und dann das. Ja, sie haben nicht wirklich eine Chance. Du merkst wieder das Kreischen. Vor allem Karlai kann es schmerzhaft in seinem Kopf spüren, wie dieses Kreischen durch dich durchläuft. Ich muss mal einen W100 würfeln. Eins. Das ist der Ausweichenwurf für die Symbionten. Kann man da Schicksalspunkten von eurer Seite aus? Ja. Kann man, ne? Ich weiß nicht. Ifrit, dann gib mir mal... Ausweichen bei Horden? Die müssen ausweichen, weil das Flammenwerferregeln sind anders bei Horden. Also beim Flammenwerfer geht es darum, damit ich treffe, muss der Gegner ein Ausweichenwert verkacken. Genau. Und Ifrit, das ist der nächste Schicksalspunkt. Ansonsten habe ich eine 1 gewürfelt. Woher soll ich einen Schicksalspunkt nehmen? Hast du keinen mehr? Nee. Dann sollen wir die anderen eingeben. Hast du nur einen für weil jeden Abend? Das geht doch gar nicht. Nee, oder? Im Abenteuer. Die Abenteuer werden zurückgesetzt nach dem Abenteuer. Ah. Sonst will mir jemand anderes einen Schicksalspunkt. Kannst einen von meinen haben. Nee. Ja, ich nehme einen von Wilhelm. So, Wilhelm gibt einen Schicksalspunkt. Ja. 34. Trotzdem gewonnen. Minus 20? Da muss ich jetzt gucken. Minus 20, sagst du. Gewandtheit ist 60. Ja, schade. Wie viel mache ich dann? Wie viel machst du dann weg? 1 W? 8 plus 3W5. 3W5? Ach, Scheiße. Dann also die ganze Reihe. Würfel mal. Das Problem ist einfach, dass die in Prometium gedrängt sind. Das ist einfach 18. Das große Problem. Also ich würde die Ausweichenprobe von denen nur mit Flammenwerferwaffen tatsächlich noch weiter erschweren. Einfach weil die mit Prometium gedrängt sind, weil du mit Prometium rumsprühst, weil du eine Flammenwerferwaffe hast. Das ist tödlich für alle anderen auch im Raum, aber ich würde sie dir jetzt tatsächlich alle wegnehmen. Und die Flamme breitet sich auch weiter aus. Also das dauert noch, bis die anderen hinten tot sind. 18. Wow. Ja, dann setze ich dir die ganze Reihe auf 0. Tot? Yay! Yeah. Ja, aber warte. Ja, jetzt sterben wir alle auch im Feuer. Ich wollte gerade sagen, ich hole uns jetzt... jetzt hole ich uns Flammen und Feuer. Also ihr könnt sehen, der Salamander ganz in seinem Element läuft am ersten Tisch vorbei. Stellt sich hin, zieht seine Linie und macht's uns schön warm. Tja. Vor allen Dingen der arme Mann hier, der ist doch mitgeröstet worden, da kannst du mir doch nichts erzählen. Ader hat er keine mehr. Das ist ein Katachaner. Ader hat er keine mehr. Also jetzt Glatze. Okay. Der Katachaner wollte nur ein bisschen geröstet werden. Der geht da ganz entspannt gleich raus. So, das war der Zug von Ifrit, hat uns 18 Horde-Mitglieder genommen. Bruder Wilhelm. Wenn ich schieße, ist das meine gesamte Aktion oder kann ich gleichzeitig auch reden? Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Du kannst auch wenig reden, ja. Was heißt wenig? So ein Satz ist eine freie Aktion. Ja, übertreib's nicht. Ulbenex sichert die Alkrede und dann fange ich an zu schießen. Ja, mein Lord. Und dann fängt er an loszulaufen. Der hat ja noch keinen Auftrag. Der Mann ist so tot. Springt hier tatsächlich, weil er noch nicht in Prometium gedrängt ist, in Richtung des Tisches und bleibt dann oben auf dem Tisch drauf. Okay. Mein Chapter hat kein Problem damit, wenn ich die normalen Auraner umbrezel, weil die im Weg stehen, oder?
Imperial Fists? Nee, eigentlich nicht. Ja, dann werden die jetzt mit umgebrätzt. Die stehen im Weg, die kämpfen nicht. Doch, die versuchen es, aber es sind Symbionten. Ja. Persönliches Versagen, 18, warte mal. Das ist getroffen, das sind viele Erfolgsgrade. So, ich habe 64. Du haust hier rein, ne? In die obere Front? In die obere Front, genau. Ich habe mich nicht bewegt, ist plus 10. Ich schieße vollautomatisch, also dann habe ich eine 94. Das sind dann 6 Erfolgsgrade. Nur 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zustand tot. Zustand. Dann habt ihr noch 4 Symbionten und da stehen noch welche daneben. Wie gesagt, der Watch Captain Brand wird dann selber die von Cry abnehmen und die dann mit zersäbeln. Und dann habt ihr hier unten bei Carly noch 2 Stück. Und halt den Symbiarchen. Nach Wilhelm ist Carly. Eine Frage hätte ich. Ist es überhaupt möglich, ionische Kräfte einzusetzen momentan? Schwierig. Oder ist die du merkst auch gerade jetzt, wo das Kreischen der anderen Symbionten dieses Warp-Brot-Psionika-Teleportation, es wird weniger, dadurch, dass die Symbionten sterben. Aber du kannst es versuchen. Ich probiere es auf jeden Fall. Ja. Nämlich ein Energieschild. Und zwar. Sekunde, habe ich hier ein Lineal. Ich kann bis zu 25 Meter Radius. Das ist natürlich viel zu viel. Ich nehme 10 Meter Radius von mir aus, sodass ich erstmal auf jeden Fall den Priester und den. Das heißt das noch gleich. Und Kaele drin habe. Ja, 10 Meter Radius. Ja. Was ist denn ein Energieschild? Also der ist um dich herum komplett oder? Also der entsteht jetzt als Kuppel um dich herum. Ja, genau, das meine ich. 10 Meter, genau. So, ich kann einen Radius auswählen bis zu Psi-Wert mal 5. Das wäre natürlich jetzt Vollgas zu geben, ein bisschen massiv. Ich mache das zurückhaltend. Dann ist mein effektiver Psi-Wert halbiert, also 3. Und ich würfel damit gegen die 75. Das ist eine halbe Aktion. Dies ist gelungen. So, dieser Schild erzeugt gegen Fernkampfangriffe von außen nach innen eine zusätzliche Rüstung von 6 Punkten. Die Symbionten haben keine Fernkampfwaffen, das habt ihr beim letzten Mal zum Glück schon festgestellt. Und er hält Umwelteinflüsse draußen. Also Feuer, ist das ein Umwelteinfluss? Würde ich sagen ja, ne? Ja. Würde ich sagen ja. Wenn es aus dem Flamer kommt, wäre es ein Fernkampfangriff und er würde entsprechend halt in der. Ich glaube, ein einziges Problem ist, dass ein bisschen hier halt auch. Problem ist Promethium, aber es ist ja nicht nur, es ist ja eine richtige Energiebarriere. Das heißt, ein Sturm fegt ausgehend von Carly, lässt die Flammen ersticken, drängt sie zur Seite und damit dann eben auch den Einfluss. So, deine Prometheum-Waffe ist aktuell wieder aus. Ja, also dabei zieht Kalei das Energie, also sein Psi-Schwert, richtet es nach oben. Es beginnt bläulich zu schimmern. Vulkans Erben! Wenn das Feuer überstehen! Zu mir! Die Flammen werden draußen bleiben! Da bricht diese Energiebarriere aus dem Schwert hervor und bildet eine Kuppel. Die Kuppel ist, soweit ich weiß, jetzt stationär. Alles klar, das heißt, du kannst dich jetzt bewegen und sie bleibt eben darauf, bis sie dann kaputt geht oder du sie fallen lässt. Ja, aber ich brauche eine halbe Aktion pro Runde, um sie aufrecht zu erhalten ab der nächsten Runde. Gut, das ist auch schön zu wissen. Dann nächste Kampfrunde. Ihr seht. Ich habe noch eine halbe Aktion. Ah, du hast noch eine halbe. Genau. In dem Fall nehme ich die Plasma. Und das sind. Die Entfernung 2 Meter, 1 Meter. 32 Meter. Achso, ich will jetzt auf den Symbiarchen schießen. Ja, natürlich. Hast du eine direkte 32. Schusslinie? Nee, hast du nicht. Muss sich bewegen. Ah, die Säulen. Die Steinsäulen sind im Weg. Nee, dann kann ich nicht. Dann nehme ich. Kannst dich bewegen, wenn du willst. Oder nee, ich hab eine halbe Aktion habe ich schon gebraucht
zum Zaubern. Ja. Und wenn ich schießen will, das ist noch meine halbe Aktion. Ja, dann. Ich brauche eine halbe Aktion zum Bewegen. Du hast ja noch zwei Symbionen. Ansonsten drei. Achso, ja, nee, zwei. Dann werden die mit dem Schwert. Wird einer von denen mit dem Schwert gut, dann schlagen. Kampfgeschick. Kampfgeschick. Nächste Kampfrunde. Während du zuschlägst, könnt ihr erkennen, wie die Symbionten hier oben, die noch leben, runterspringen. Und dort, wo der Boltersturm von Wilhelm alles zerfegt hat, tauchen neue, weitere Prometheum-getränkte Symbionten auf, die mit ihren krallenbewehrten Sensenwaffen nach euch geifern. Es sind viele. Und auch auf der Südseite könnt ihr erkennen, wie sie dort auftauchen und anfangen zu kreischen. Das Brennen des Prometheums breitet sich weiter aus. Und zumindest die Südseite ist nicht weiter in Gefahr, bis auf diese Wand. Du kannst einen kurzen Widerstand spüren, Karlai, wie irgendwas gegen deine Wand gegenrennt, hindurchtaucht und dann könnt ihr anderen erkennen, wie die Symbionten dann hier auftauchen. Genau, Nahkampfgegner können die Barriere durchdringen. Ja. Also man kann einfach durchlaufen. Nur wie gesagt, diese hier brennen jetzt weiter. Das heißt, da wird jetzt von ganz alleine, ganz automatisch ein weiterer großer Feuersturm entstehen, der sich zumindest, naja, die Stadt selbst, Heilstadt, ist nicht in Gefahr, weil sie nur aus Stein besteht. Aber die Symbionten werden sich jetzt hier gegenseitig alle anstecken. Dann, nächste Kampfrunde. Bruder Cry mit der 19. Boah, ich bin schon übelst lediert. Aber, naja, nur im Tod mit mir Ehre. Genau. Möchtest du deinen Schicksalspunkt ausgeben für mehr Lebenspunkte? Das kann ich ja immer machen, auch wenn ich dann einen Schaden kriege. Richtig. Du könntest ja auch einfach ganz normal warten, bis Gabriel dran ist. Du bist so langsam. Warum sollte ich warten? Jo, ne, das ist ein Sturmangriff. Folgst du Tordal in den Tod. Jawohl, immer hinterher. Also,